Ja, ich würde sagen, nehmen wir mal. Ja, nehmen wir hier die Super Trucks. Vierter oder besser, das ist er. Strecken: Barbagallo Raceway und Eastern Creek International und Raceway und Nashville Super Speedway. 3, 2 und 5 Runden. Quali lassen wir weg. Ich hoffe, das wird was. Ah, nach dem insgesamt zweiten bei Baja möchte ich jetzt schon ein bisschen besser abschneiden. Supertruck International Racing Championship ist weltweit eine der wichtigsten Meisterschaften für Renntrucks. Im Windschatten anderer zu fahren, ist in diesem Rennen besonders wichtig. Behalte das im Hinterkopf und setze es zu deinem Vorteil ein. Werde ich mir merken. Also wir sind von Platz 12 gestartet. Sind jetzt Siebter, aber man sieht nicht sehr viel, wenn ich ehrlich bin. Man kann nur erahnen, wann man den Gegner berührt. Was für ein Überholmanöver! Ja. So, jetzt sind wir Vierter. Jetzt kommt aber einer. Jetzt sind wir immer noch Vierter. Und die haben aber ordentlich Zug drauf, die Trucks hier. Uah. So, jetzt sind wir Dritter. So, wir haben noch zwei Runden. Die Runden sind relativ kurz. Der zweite Platz ist gut. Der erste ist besser. Komm schon. Rick, da gebe ich dir recht. Schön im Windschatten bleiben, genau. Komm zu Papa, komm zu Mucke. Ja, Mucke kommt. Und jetzt habe ich dich. Oh, kleben uns mal genau am Hintern. Jetzt sehe ich aber leider nichts. Jetzt bin ich aus. Das ist nicht gut. Innen vorbei. Mit einer leichten Berührung. Und jetzt sind wir ganz vorne. Letzte Runde. Wir sind direkt hinter dir. Halt durch. So. Jetzt geht's darum, das Ding nach Hause zu schaukeln. Ups. Läuft ja sehr gut. Hoppala. So, und noch einmal rechts herum. Der Abstand ist groß genug. Nur es kommt ja noch eine Kurve. Ich kenne mich. Ich versau meistens alles in der letzten Runde. Ja, und kaum sage ich's. Achte darauf, dass deine Reifen sauber bleiben. Fahr nicht ins Infield. Oh, aber immerhin können wir das Ding noch nach Hause schaukeln. Cool gefahren. Also immer in der letzten Runde schmeiße ich die Karre weg. Jedes Mal, also. Nee. Aber trotzdem Erster. Und jetzt kommt Eastern Creek International. Ja. Nach dem Sieg muss ich ja jetzt nicht mehr so hohes Risiko fahren. Ist ja nicht mal so schlecht. So. 14. von 16. Warum bremst du denn? Ah, toll. Na, er quetscht sich da durch. Und wir mogeln uns hier vorbei. Aber nicht drehen. Deine Reifen haben jetzt die optimale Temperatur. Ja, danke, dass ich das erfahre.
Okay, also ich wollte zwar nicht so viel Risiko fahren, aber Neunter? Hoppala! Nein! Aua, 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 aua! Crash, aber das gehört dazu. Konzentrier dich. Wir konnten uns noch halten. Oh, mal gucken, wie weit wir noch nach vorne kommen. So auf keinen Fall. Okay, Elfter. Und die Lücke da vorne ist sehr groß. Bei noch einer Runde. So, Windschatten. Gib nicht auf, das ist die letzte Runde. Jetzt waren wir am Drehzahlbegrenzer. Neunter, sind schön dran vorbeigekommen. Ah, ich kenne die Bremspunkte nicht mehr alle. Ui. Ich sehe sie immerhin noch. Meine Gegner, aber so richtig rankommen. Du kannst es schaffen. Oh, ich glaube, das Rennen müssen wir nochmal fahren. Oh. Jetzt sowieso. Okay, da brauche ich gar nicht ins Ziel fahren, dann starten wir direkt neu. So, jetzt aber. Und ich möchte endlich auf guter Grafik spielen. Also versprochen, nächstes Jahr 2013 wird es ein besseren PC geben. Sobald ich ihn habe, werde ich... Ja. Ist klar. Sobald ich ihn habe, gibt es auf jeden Fall sofort ein Infovideo darüber. So, wir sind Achter. Unser Hauptkonkurrent ist Siebter. Der andere Zweit. Ah, nicht kloppen. Oh, ich schieb mich mal einfach dazwischen. Und dazwischen. Ja, naja, ein bisschen Brechstange ist schon dabei. Deswegen finde ich das jetzt nicht so eine tolle Fahrweise. So, Windschatten. Wir sind Fünfter. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Weil wir den Hauptkonkurrenten hinter uns lassen und den anderen vor unserer Nase haben. Hol uns noch ein paar Punkte. So, drei LKWs nebeneinander, ob das passt? Hat es. Mit dem besseren Ende für uns. Dritter sogar. So. Gucken, ob man da nochmal rankommen kann. Nur noch zwei Autos trennen sich von der Spitze. Schön, Rick, dass du weißt, wie man zählt. Aber vielleicht bremsen wir jetzt mal extrem spät und gucken, ob wir noch auf den zweiten vorrücken können. Ja, mussten etwas aggressiv ran an die Sache.
Es scheint aber für den zweiten zu reichen. Nein, nein, nein. So, da fahr ruhig in mich rein. Jetzt nochmal alles. Ich kann dich schon auf dem Podest sehen. Komm nee. Schon. Das darf nicht wahr sein. Wieder letzte Runde. Und letzte Kurve. Ey, das ist nicht wahr. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Es ist noch alles offen. Ob du gewinnst oder verlierst, hängt nur von dir ab. Ah, oh, Vierter. Ah. Oh. Rick, nicht böse sein. Bitte, bitte. Danke, danke. Aber wir sind immer noch Tabellenerster. Unser Teamkollege Zweiter. Und dann kommt es jetzt zum entscheidenden Rennen auf dem Nashville Speedway. Ein Ovalrennen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mit einer... Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein Ovalrennen. Jetzt sind wir Vorletzte, also wird ja immer besser. So, irgendwie nach innen. Jetzt nicht drehen. Geht ja schon wieder gut los. So, im Windschatten bleiben. Oh, quetscht uns einfach mal dazwischen. Oh, ohne einen zu berühren. Oh, super gemacht. Also, das war stark. Siebter. Oh, das klappt ein jetzt nicht nochmal. Muss ich die Tür da wieder zumachen? So, jetzt sind wir Sechster. Oh, zu dritt. Oh, das kann nicht gut gehen. Jetzt bremsen die auch noch. So, jetzt sind wir Zweiter. Und jetzt sind wir gleich. Jetzt. Erster. Super. Berühr mich ja nicht. Okay, dann geh wieder innen vorbei, mein Freund. Alle anderen, ihr bleibt schön hinter mir. Du machst deine Sache großartig. Konzentrier dich und schnapp dir den Kerl. Mach ich auf jeden. Das war die schnellste Runde des Rennens. Großartig gefahren. Oh, Entschuldigung. Warum bremst der auch hier? Hier kann man noch durchfahren. Jetzt, ich wollte dich einmal vorbeilassen, um dich dann wieder zu überholen. Also, mich jetzt hier nicht vorbeizulassen, geht gar nicht. So, jetzt fahre ich sowieso an dir vorbei. Du bremst ja jetzt eh wahrscheinlich wieder ab. Ja, seht ihr? Und jetzt bin ich vorne. So, lass ich ruhig an meinen Windschatten saugen. Ich lasse ihn nicht mehr vorbei. Wenn er überhaupt noch Windschatten kriegt. Uah, nein. Boah, ey. Was ist denn los heute? Die letzte Runde kommt wieder. Ist wieder soweit. Halt noch diese Runde durch. Ja, letzte Runde in der Meisterschaft. Und wir sind auf Platz 1. Und damit sichern wir uns den nächsten Titel. Wäre natürlich super. Ja, und da sehe ich schon das Ziel. Glückwunsch, du bist durch. Danke, Rick. Damit haben wir die Meisterschaft erfolgreich abgeschlossen. Mit großartigem Vorsprung. Super, Meisterschaft abgeschlossen. Ist jetzt auch in allen anderen Modis verfügbar. Ja, super. Ja, jetzt haben wir hier noch einen Schandfleck. Na, vielleicht probiere ich es einfach nochmal. Aber das seht ihr alles beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play DTM Race Driver 3. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Euer Muck in Let's Plays.